Ja. Wie er meint. Fliegst du jetzt auch mal bitte darunter? So, 90, ich müsste gleich rausfliegen. Ja. Ich würde mal sagen, du bist vor mir da. Sicher? Ja, ich bin ein bisschen scheiße reingekommen und konnte nicht gleiten, deswegen bin ich jetzt noch 50 Kilometer weg. Da kommt er rein. So. Ich hab dich auf dem Schirm. 40 ran. Oh ja, du gleitest nämlich noch. Du kommst aber flach. Jetzt sind wir noch voll im Rahmen. Ich bin jetzt auf 12 Kilometer ran und hab Gleiten gerade abgebrochen. Core Dynamics, Kilo Alpha, Sierra. Ja, das ist okay. Immerhin besser als ich, ne? Ja. Bisschen steiler. Steiler ist geiler. So. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Schiff mit den stärksten Hüllen, ne? Ja, vor allem mit der stärksten Bewaffnung halt. Ja, das auch. Brauche ich da überhaupt Hülle? Im Idealfall lässt du deine Schilde ja nicht runtergehen, ne? Sag ich jetzt mal Ja, so. aber ich habe halt Aber wir sind noch zu zweit. Ich wollte gerade das Argument bringen, dass ich schwächere Schilde habe als du. Ja, du hast schwächere Schilde als ich, aber trotzdem hast du stärkere Schilde als die meisten Schiffe, die in dieser Konfliktzone rumfliegen werden, wage ich jetzt mal zu behaupten. Als ich gestern bei dir war, am zweiten Weihnachten, am ersten Weihnachten, am Mittwoch, sagen wir jetzt einfach mal, flog da bei dir eine Korvette drin rum. Ja, tat sie. Aber da fliegen nicht nur Korvetts drin rum, die sind eher selten. Na gut, ich lande jetzt gerade auf deinem Landeplatz. Hier ist noch ein anderer großer. Ich hoffe mal, der ist nicht belegt. Du brauchst aber lange, bis du da bist, ne? Ich bin jetzt fast da. Ich bin jetzt auf 16 Kilometer ran. So, ich verlangsame. Ich bin kurz vor der Landung. Oha, das wird gefährlicher. Landing gear deployed. Ach komm, du willst ja hier wohl eine ordentliche Landung hinlegen, oder? Bei 0,11G. Jetzt setz mich nicht noch unter Druck. So, ich bin jetzt gleich in Funkreichweite. Zack. Blub, aufgesetzt. So, was war noch für Außenansicht? SCRG, ne? Oder Space? Oh. Was? Außenansicht ist 10. Contact, thrusters online, deploying ground services. So. Request denied. Scheiße. Der Ja. Landeplatz ist besetzt. Schwebst du über der Station? Ja. Da ist er. Da kommt er mit seinem Cutter angedümpelt. Und mit meiner Corvette. Bin die Corvette toll. Die ist zwar echt ein reines Kampfschiff, nur mit der kannst du nicht handeln und also kannst du schon, aber es ist echt anstrengend. Aber ich finde die geil. So. Sternhafendienste. Was bietet ihr denn hier so an, ausrüstungstechnisch? Kannst du echt nicht landen? Nope. Scheiße. Warte, da kommt einer raus. Auf dem Großen? Ja. Nice. Gib mir die! Ist ja gierig. Gib mir die! Hast du? Yo. Nice. Shop durchsuchen. Ich Frachtgestell. komm rein. Unter was fällt das denn eigentlich, verstärkte Hülle? Das ist auf jeden Fall ein Internal Compartment, ich weiß nicht. Ja, das weiß ich auch, aber es gibt's hier glaube ich gar nicht. Raffinerie, Schildgeneratoren. Ja, die heißen Hüllenverstärkung.
Okay, haben sie nicht. Heißt, wir können direkt nach Mission gucken. Erstmal gucken, ob wir heile sind. Ne, sind wir natürlich nicht. Ja, bin ich auch nicht. Ich muss erstmal reparieren, aufmunitionieren und dann geht's ab. Schwarzes Brett. So, dann. Okay. Wirtschaftsboom ist kacke. Wirtschaftsboom ist kacke. Okay, hier gibt's nichts. So, rotieren wir durch, sagst du? Warte mal, warte mal, warte mal. Mission Board. Ich werde angeschrieben. Hier gibt's nix, gar nix? Nee, ich bin gerade schon, ich wechsle jetzt gerade den Kanal wieder. Roll jetzt durch. Ich dreh durch. Wer von denen ist denn überhaupt hier Civil War? Kuruzzi Corp und Social Kuruzzi Alliance. Ja, und beide hatten, glaube ich, oh, und Makide Kuruzzi. Das heißt, es gibt eigentlich genug. Und Crimson Society. Alter, zwei Kriege hier am Start, oder wie? Anscheinend. Ja, da müssen wir gucken, dass wir uns auf einen konzentrieren, ne? Nicht Missionen von mehreren annehmen. Wir haben hier so scheiß Datenlieferung. Nur mal so eine Vorhersage, ja? Wie lange wird das denn wohl brauchen, bis man wenigstens ein bisschen was findet? Wie ein bisschen was findet? Meinst du, wie oft man eine Mission oder was? Keine Ahnung. Weil ich meine, es gibt auch jetzt erst einmal gemacht und da habe ich nicht gereloggt. Vier Fraktionen, die im Krieg sind. Heißt, es müsste eigentlich mehr als genug Missionen geben, ne? Theoretisch ja. Gut, heißt nur noch Glück haben. Ist schwierig, haben wir vielleicht auch. Schiffe der LTT-Partnership-Gruppe massakrieren, sowas zum Beispiel. Ja, wo hast du das? Singleplayer. Singleplayer, okay. Ja. Das wäre Schiffe Zielfraktion LTT 2042 Partnership. Sechs Schiffe müsste ich da plätten. Warte. Ich guck mal, ob das bei mir auch so ist. Ja? Dann musst du aber gucken, dass wir dann bei der Fraktion bleiben, ne? Wer ist das jetzt? Energy and Co. Gold Energy and Co. Okay. Okay. Annehmen? Ja, mach mal. Okay, nehme ich an. Hoffe, ich krieg die auch. Gut, und weiter geht's. Das heißt, wir haben jetzt echt nur einen Buddy, von dem wir die Sachen kriegen können. Ja, was du natürlich machen kannst, ist, du kannst gucken. Ja, aber du müsstest rausfinden, wer der Gegner ist. Und dann kannst du halt von der Gruppierung und von der Gegnergruppierung von beiden Missionen annehmen. Dann gehst du rein, killst alle von einem Typ, gehst raus, springst wieder rein in die Geschichte und gehst dann zu der anderen Fraktion, weißt du. Dann kannst du für beide quasi die Missionen erfüllen. Aber dafür müssten wir erstmal wissen, gegen wen die sind. Ja, was wäre denn dann zum Beispiel mit, wenn es eine andere Fraktion ist, aber man trotzdem die gleichen Schiffe die gleichen Schiffe killen muss. Das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Jetzt habe ich hier zwei Massakrierungsmissionen im offenen Spiel, wo ich zweimal Kuruzzi Corporation kaputt machen muss. Ja, das wird dann aber in einer anderen Ding sein. Dann musst du quer durchs System springen. Ja, schon. Alter. Die bietet hier Sachen an. 54 Schiffe, 4 Millionen. So, was war das? Massacre Kuruzzi Corp? Oder was willst du annehmen? Was hast du jetzt angenommen? Ich habe jetzt angenommen hier, Schiffe der LTT 2042 Partnership-Gruppierung massakrieren. Schiffe der LTT 2042. Okay, okay, okay. Oh, das ist gar nicht in dem System. Ist es nicht? Nee. Was ist denn das? Herz 589. Ja, toll. Ist da denn Dings? Ist da Krieg in Herz 589? Okay, weißt du was? Ich brech die Nummer ab.
Weil wenn da nicht, wenn da kein Krieg ist, dann kriegen wir dafür Kopfgeld. Ja, gut. Habe ich verstanden. Alles klar, man muss also jetzt auch darauf achten, dass das hier ist, ja? Ja, nicht unbedingt hier, aber auf jeden Fall in der, in einem System, wo halt auch Krieg ist, ne? Also. Ja, pass auf, hier ist ja Kuruzi, ne? Hier, guck mal, die zum Beispiel Social Kuruzi Alliance, ne? Ja. Ja, da die Kuruzi Corporation da auslöschen. 4 Schiffe. Nimm die mal an. Ja, hab ich auch. Und 6. Und genau, und 6. 6. So, alles klar, wir bleiben jetzt dann bei dem und Typen, okay? 7. Und 7? Ja, Massacre Kuruzi Corp Ships. Und 10. Ja, da finde ich gerade einige von. Was? Wo? Nicht in meinem Spiel. Ja, ich war auch gerade im Solo, deswegen ist es dann wahrscheinlich auch nicht synchron. Ich gehe jetzt aber wieder ins Open. Ja, ich rutsche hier noch einmal durch, weil ich habe jetzt gerade mal 2 minimale Missionen. Für den Hungerlohn quasi. Ja, für den Anfang müssen wir ja sowieso erstmal unsere Dings erhöhen. Ja, du hast ja vollkommen recht, ne? Aber wir sind halt immer auf der Jagd nach Ferrari und Maybach. Ja. Oha, das auch noch? Natürlich. Kennst uns doch. Wir haben immer große Dinge vor. Ach so, offenbar kannte ich uns nicht. Gut, dass du Bescheid sagst. Erstmal noch Pfefferminztee. Ups. Wow, jetzt hat er wieder keine Mission. Willst du mich eigentlich verarschen? Social Kuruzi Alliance, okay. So, wen sollten wir jetzt killen? Kuruzi Corporation. Corporation, genau. Also sollen wir uns nur Missionen von, ich habe ihn immer nicht so ganz verstanden, nur Missionen von dem einen Typen holen, ja? Ist egal, wenn anderer die gleichen Tötungen anbietet, einfach. Nee, dann, ja, kannst du, glaube ich, auch machen. Oh, guck mal, Massacre the Kuruzi Corp Ships. Accept. So. Der hat auch ein Glück, der Schlawiner. Unglaublich. Geht ja, ab. Es ist halt immer die Vorbereitung vorm Sturm. Ja, man muss halt jetzt erstmal gucken, dass man genug stackt, nicht, dass man für den Sprit mehr verbraucht, als man eigentlich einnimmt. So, wie weit bist du gecircled? Bist du schon wieder im Solo? Ja. Okay, dann bleibe ich jetzt hier. Wie du bleibst dann hier? Dann warte ich jetzt im Ja, aber Robin, ich habe gerade mal 2 Missionen, ne? Ja, dann, ja, aber ich nicht. Ich habe mehr. Ja. Sagst du, ich soll mir da einfach von dir das Kopfgeld da mitsnacken, oder was? Nee, nein, das meinte ich dann mit nicht. Ich warte jetzt darauf, dass du noch ein paar Mal cycles und ich bleib aber schon mal im Dings. Ja, ich denke auch nur, dass ich noch 2-mal durchrotiere oder so und dann einfach nur hoffe, dass ich da wenigstens ein bisschen was hab. Ach, ich hatte noch ungeclaimte Combat Bonds. Okay. Da, Schiffe der Korruption massakrieren. Genau. Schiffe die. Hä, das ist aber auf dem Planeten. Ja, das ist in der Nähe vom Planeten dann wahrscheinlich. Okay. 3 Schiffe. Boah, ey, es läuft einfach, Freunde. Es läuft. Richtig steil bergauf. So, und nochmal weg. Oh, ich glaube, ich esse noch so ein Ding. Was für ein Ding? Oh. Du musst nicht mit mir sprechen, weil du nicht möchtest. Pineapple Lumps. Pineapple Pan. Pan, nein. Pineapple, Apple Pan. Ah, ja. Ist nicht drin. Okay. Ba, 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 I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. Ach, fuck you! Unsere Schiffe drehen sich synchron, oh mein Gott! Wie sollen die sich denn synchron drehen? Ich bin im Hangar drin. Aber gerade warst du auf dem Ladebildschirm und ich war auch auf dem Ladebildschirm und unsere Schiffe haben sich exakt synchron gedreht. Ach so. Voll geil. So, ich bin jetzt das nächste Mal durch. Dann mache ich das jetzt noch einmal und wenn ich da nichts habe, dann fliege ich einfach weiter. Dann fliege ich los. Dann drehe ich durch. Dann schieße ich, dann töte ich, dann mache ich alles weg. Was ist dein Höchstes denn jetzt? 12 Leute killen? 10. So, ja, aber du hast ja schon ein bisschen was bei denen erschnorrt, ne?
Ja, ich habe 2 Missionen versackt, auf jeden Fall schon, ja. Also die finde ich richtig geil. Hast hier schon mal was geleistet bei denen? Ich habe quasi alle Chancen offen. Das ist doch schön zu hören. Aber das Ding ist ja, wenn man in einem Bürgerkrieg mitkämpft, dann steigt die Reputation extrem schnell. Also. Ja, solange er auch extrem viele und geile Missionen hat, was ich ja wohl hoffen will, wenigstens lädt das alles immer schnell. Das heißt, es geht alles immer schnell um. Sind wir gut dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Och nö. Hä? Meine Uhr in Elite ist falsch. Nein, deine Uhr in Elite ist korrekt. Die zeigt mir 17 Uhr irgendwas an. Ja. Die zeigt auch Greenwich Mean Time an, soweit ich weiß. Nicht deutsche Zeit. Ich? Ah. Pipi. Was ziehst du ja schon wieder aus den Zähnen? Diese Dinger sind ultra klebrig. Was ist denn das überhaupt? Wie hieß das? Pineapple was? Pineapple Lumps. Ach, sind das so getrocknete Früchte? Nee, eigentlich gar nicht. Das ist eher so. Das ist fast so ein bisschen wie, stell dir mal vor, du machst Mao am Warm, was das dann für eine Konsistenz hat. Ja, so richtig zäh, klebrig. Und dann ist das quasi so ein bisschen rechteckförmig und mit Schokolade überzogen. Hast du das von der Dingens gekriegt? Das habe ich von Jasmin aus Neuseeland gekriegt. Das ist da so eine Süßigkeit, so wie hier Gummibärchen. Aha, aber ich glaube, das hört sich ein bisschen zuckerhaltiger an. Das knallt richtig. Ja. Ohne Spaß. Ist ja wie in Japan, die haben ja auch keine Ahnung von süßen Sachen. Die knallen ja auch zu viel Zucker da rein. Wieso, keine Ahnung, es ist halt einfach ein anderer Geschmack, ne? Ja, also gar kein Geschmack, die haben schon keine Geschmacksnerven mehr. So viel das kannst du jetzt so nicht sagen. Sind halt in anderen Ländern sind halt andere, da haben die Leute halt einen anderen Geschmack. Ja, das ist halt zum Beispiel. Genauso wie der Türkei, die bauen da auch zu viel Zucker rein. Ja, für unsere Geschmacksrichtung zu viel Zucker, weil wir das so gewöhnt sind. Hast du schon mal gemerkt, dass wenn du in unterschiedlichen Ländern bist, dass dann so Getränke, die es überall gibt, aber trotzdem völlig anders schmecken? Hast du zum Beispiel schon mal in Griechenland Fanta getrunken? Das ist voll geil. Schmeckt viel besser als hier, finde ich. Okay. So, ich bin jetzt das zweite Mal durch, jetzt geht's ab ins Gefecht. Ja, okay, ich wechsle wieder zum Open. Ich habe 3 Missions hier und wo bin ich denn eigentlich? Ah, offenes Spiel, alles klar. Dann lade ich dich mal ein, Geschwader-Einladung und start. Ja, Sekunde, ich kreisel noch. Okay, dann gehe ich nur zur Oberfläche. Oder kannst du mich schon einladen? Ich habe dich jetzt eingeladen, einfach mal so, weil ich dazu... Fand ich gut, muss ich sagen. Fand ich gut. Okay. Ich verliere meine Arme immer so schnell in der Facecam. Alles klar. So. Dann mal. Hast du eigentlich schon alle Folgen von Unturned auf YouTube hochgeladen? Nein, eine. Ach man, mach mal alle. Ich wollte mir lieber gerne schon mal vorher angucken. Ja, tu ich ja. Ich muss trotzdem warten, bis es fertig ist, Mann. Ach, lädst du nebenbei jetzt noch hoch? Nee, jetzt nebenbei gerade nicht. Oh. So, bist du da? Beziehungsweise jetzt nebenbei lade ich halt, wie gesagt, Mirror's Edge hoch, ne? Ach ja, hast du ja auch schon aufgenommen. Ja, die ersten 2 Folgen sind im Kasten. Wir können starten. Echt, du bist bei mir noch gar nicht in der Oberfläche. Ja, nee, aber ich fahre jetzt hoch. Warte. Ich bin rechts von dir. Ja, da, ich sehe das Loch, aber ich sehe kein Schiff. Da ist das Schiff.
Der Selector. Ah, du hebst schon direkt ab, alles klar. Das Spiel kann ich auch spielen. So, wo ist denn hier? Lass mal direkt das nächste nehmen. Conflict Zone High Intensity. Ne, das hat man nicht. Lass mal Conflict Zone Low Intensity nehmen. 70 Lichtsekunden.